Hallo, liebe Freunde und Feinde. Ich habe mal ein Buch aus dem Keller geholt. Das finde ich gut. Und das wollte ich mal vorstellen. Und zwar ist es von Christian Zehntner, Die Kriege der Nachkriegszeit. Das Buch ist schon ein bisschen älter, von 1969. Hat 536 Seiten, gebunden, Schutz im Schlag, bla bla bla. Aber es ist gut. Warum ist das gut? Es beschreibt diese ganzen kleinen Kriege, Kolonialkriege der Nachkriegszeit ab 45 bis natürlich dann 1969, Herausgabe des Buches. Und beginnt zum Beispiel mit dem chinesischen Einmarsch in Tibet, Koreakrieg, Indochina, dann die Folgekonflikte in Vietnam, Laos, Kambodscha. Es geht um Afrika, also Kongo ist sehr doll dabei. Kuba, Schweinebucht-Offensive, der Freien Kubaner, Bindestrich-CIA. Es geht um Mittelamerika. Es geht um Ungarn, DDR und CSSR, das heißt die Aufstände und die dann von den Sowjets niedergeschlagen wurden. Und es geht um Palästina. Das so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, das Buch ist ein bisschen älter. Ich habe es für 1 € gekauft in einem Marketplace online. Das ist natürlich für so ein Buch perfekt, ne? Ist nicht im besten Zustand, aber egal, ne? Es sind jede Menge Fotos drin. Es gibt so, ja, Flyer von damals, Pressesachen von damals, Fotos, 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 Zeitungsausschnitte und ich bin noch nicht bekloppt, hier waren noch von Fotos, Landkarten, jede Menge. Wenn man sie sucht, sind sie nicht da. Das ist so. Ich fange an zu weinen. Das ist intelligent. So, hier zum Beispiel Karten Israel. Wie gesagt, alles stand 1969. Heutzutage wird man sagen, ah, heute sind wir ein bisschen weiter, wir wissen ein bisschen mehr. Das ist richtig. Aber dieses Buch bietet einen Überblick über diese ganzen Sachen von damals. Also ich fand es gut. Macht Appetit auch, um ein bisschen was mehr zu lesen dazu. So, das war's auch schon. Christian Zehntner, Kriege der Nachkriegszeit. Ich empfehle es, wenn man für wenig Geld kriegt, ist das super. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal.